Ja, hallo Leute, da bin ich's wieder, euer WWE-Sammler 14, zurück von der Tour in Nürnberg, von der WWE Live-Tour in Nürnberg. Und ich muss echt sagen, die Stimmung war Bombe, also richtig, richtig geil. Ich habe auch ein paar von euch gesehen, die zu mir kamen und gefragt haben, ja, bist du WWE-Sammler 14 und so, hat mich sehr gefreut. Gruß an dich oder an euch. Ja, auf jeden Fall war es richtig geil, auch die Autogrammstunde mit Antonio Cesaro, wo ihr auch hier seht, was ich mir unterschreiben habe lassen. Ich habe mir dieses Riesengeile, was ich auf der Gamescom letztes Jahr bekommen habe, das 2K15 Poster unterschreiben lassen und den Antonio Cesaro Basic, den ich Mock hier noch habe. Also richtig, richtig genial und richtig netter Typ Cesaro auf jeden Fall. Muss man echt sagen. Den habe ich mir hier dann beim Toys R Us noch gekauft. Da gab es 20% auf alle WWE-Sachen. Dann habe ich mir den gleich mitgenommen, den Signature Series Dean Ambrose, weil den hatte ich noch nicht und ja, wollte mir halt irgendwie was holen, keine Ahnung. Ja, den habe ich mir mitgenommen, den werde ich gleich unboxen für euch. Und ja, ich zeige euch mal kurz. Ne, warte, mit dem Handy habe ich, glaube ich, fotografiert. Augenblick. So. Ja, also da ist er, Cesaro. Also er war schon wirklich richtig nett, muss man echt sagen, war schon richtig cool. Ja, die Tour, wie gesagt, selber war richtig geile Stimmung. Für mich war natürlich das Highlight Bray Wyatt. Zeige ich auch noch mal schnell. Wo bist du denn? Hier haben wir noch Finn Baylor. Also ich saß ja zweite Reihe, also hat man schon richtig geil gesehen. Hier noch die Diven. Ich kann mal bisschen durch die Bilder hier fahren. Mit der Deutschlandflagge. Emma, aber Ray, wo habe ich denn Wyatt? Der kommt hier, glaube ich, noch. Jo, hier haben wir die geile Pizza, die ich letztens hatte. Oh, die ist so geil. Nee, was wollte ich jetzt? Reigns. Ich wollte Ding. Venus Barrett war auch cool. Bray Wyatt wollte ich gucken. Da ist er, der Kerl, Bray Wyatt. Also Hammer. War richtig genial. Muss ich euch noch kurz ein Video zeigen. Also ich bin ja, wie gesagt, eigentlich wegen Bray Wyatt hingegangen. Muss man schon echt sagen. Und ja, hier habe ich noch eine Szene vom Match zwischen Big Show und Roman Reigns. Da hat Big Show den angesetzt und da gab es dann den Samoan Drop durch den Tisch. Das war schon geil und ihr seht hier, wie gesagt, ich war wirklich nah dran, also war schon echt geil. Hier, ja. Wo haben wir denn hier Bray Wyatt? Ja, hier der Einzug, also war schon Hammer. Ich hatte auch ein Schild dabei, das seht ihr bei Facebook. Wenn ihr mich bei Facebook habt, habe ich ein Schild gemacht, das hatte ich dabei. Und hat dann natürlich gleich hergeguckt und so nach unten, das war schon Hammer. Da, also war geil, war Hammer. Gegen Jey Uso hat er gekämpft. Und ja, das Schild habe ich auch noch drauf. Wie das ausgesehen hat. Irgendwo. Ist aber jetzt nicht so wichtig. Ich guck mal, ob ich es hier nochmal finde. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob ich es irgendwo noch habe. Ja, hier habe ich es. Also das hatte ich gemacht und es war Bombe. Ja, egal. Auf jeden Fall. Dann habe ich mir noch. Das Video geht schon wieder länger hier als gedacht. Ich hoffe, das hat euch jetzt nicht gelangweilt, aber ich wollte euch das mal zeigen. Also Stimmung war geil, war mit einem Kumpel da, meinem Bruder. Und dann habe ich mir dieses Programmheft gekauft für 10 €. Konnte man nichts falsch machen eigentlich. Ich habe auch gehofft, dass irgendwie noch paar Unterschriften bekommen, aber es war halt leider so, dass einmal Roman Reigns, der hatte schon den Stift so fast in der Hand, ne, und ging dann weiter und dann bei Dolph Ziggler war es auch so.
Ja, und zu guter Letzt habe ich mir noch zwei T-Shirts gekauft. Einmal das Randy Orton T-Shirt, das neue Venom, das hat mir richtig gut gefallen. Leider gab es das Bray Wyatt Shirt nicht, das neue, und das Shirt, was ich gerade anhab, das Tour T-Shirt, habe ich mir noch gekauft. Ja, sieht man jetzt auch nicht so. Okay, auf jeden Fall war es eine richtig geile Tour. Nächsten Samstag startet der Vorverkauf für Stuttgart für die WWE-Tour im November. Da werde ich auch hingehen, werde ich auch Karten besorgen. Könnt mir auch schreiben, wenn ihr da vorhabt hinzugehen. Der Cesaro wird Mock bleiben. Und ja, der Dean Ambrose, den werde ich euch jetzt schnell unboxen, weil ich schon dabei bin. So, dann unboxen wir in alter Manier. Ich habe für den Dean Ambrose 12 € gezahlt, weil es gab, wie gesagt, 20% und 16 € minus 20% sind 12. Und oh mein Gott, das geht nicht raus. Doch, jetzt habe ich ihn. Und da ist er. Ich finde den nicht mal so schlecht. Es kommt ja aber ein neuer raus. Also den finde ich besser. Der hätte gern hier. Ja, mit dem neuen Outfit. Der erste. Im neuen Outfit. Mach ihn mal raus und. Ja. Was mir an dem jetzt hier nicht so gut gefällt, von der Verarbeitung her, ist, dass der hier, das sieht man an der Kamera nicht, der Hautton hier vom Körper dunkler ist, doch das sieht man ein bisschen wie als die Arme, aber ansonsten hätte es gern, ja, schöne Figur eigentlich, muss man sagen. Ja, das war's eigentlich vom Review, also vom Tourbericht noch. Ich danke euch für alle, die da waren, die zu mir gekommen sind, war cool. Das war's auf jeden Fall von mir und ja, die Unboxing der Elites wird auch bald folgen. Ciao, Leute.